Und zwar sprechen wir heute über Eldred Cabern Season 2. Ab heute, also ich denke mal, ich bin selber im Bild. Ist doch gar Aber kein Problem. genau, über heute, ab heute auf Netflix. Genau, Ich habe Altered leider noch Carbon keine Staffel Folge. 2. Ab heute, ne? Ab heute, also quasi seit, 9 jetzt wo wir Uhr. uns treffen, seit so 9 Uhr, genau, also noch nicht ganz, also ein bisschen mehr als 6 Stunden Ja, ist da sie waren wir rein. unterwegs, deswegen konnte ich noch nichts gucken. Das ist eine gute Ausrede. Schauspieler, Regisseur, Colonel und Sprecher. Aber warte, du Sprecher, wen sprichst du denn? Wen denn? Ich habe das große Glück, ein paar wirklich wunderbare internationale Schauspieler sprechen zu dürfen. Der bekannteste dürfte mittlerweile relativ zu Recht auch Tom Hardy sein. Den meisten natürlich jetzt gerade bekannt als Venom. Chiwetel Ejiofor, den man vielleicht kennen könnte aus 12 Years Slave unter anderem. Oder eben Doctor Strange, wenn wir jetzt im Comic-Universum bleiben. Aus dieser Richtung quasi noch wäre bekannt vielleicht Richard Armitage aus dem Hobbit und Damien Lewis aus Homeland. Sehr geile Stimme. Dankeschön. Aber gespannt auf die zweite Staffel. Also alleine auch die Trailer versprechen viel. Auch was du da sagst, dass du den ja oder fertig machen wirst, den Anthony Mackie. Also auch ein geiler Schauspieler. Denn das ist auch ein Grund, warum ich die zweite Staffel Ja. gucken will. Ja, und jetzt, dass ich halt mit dir sprechen darf. Ja, nein, gar kein Als Problem. Ivan, du spielst einen Colonel. Colonel Ivan Carrera. Staffel 1 ging es einigen so, als sie es gesehen haben. Mir ging es auch so. Ich habe es damals gebinged. Ich habe es an einem Stück durchgeguckt. Das ist natürlich ist ein bisschen wie ein Fiebertraum. Ne? Und es hatte auch sehr viele, neben dem Hauptplot, viele kleine so Exzesse und Nebenschauplätze dran. Staffel 2 hat eigentlich die gleiche DNA wie Staffel 1, aber ein bisschen anderen Tonfall, muss man so zu sagen. Die ganze Staffel spielt jetzt 30 Jahre nach der ersten Staffel. Also wir befinden uns dann im Jahr 2414, für diejenigen, die es ganz genau wissen möchten. Und wir beginnen mit Takeshi Kovacs, der auf seinen Heimatplaneten Harlan's World, also Harlans Welt, zurückgerufen wird, um dort einen Fall zu lösen, mit dem Versprechen, dass er seiner großen Liebe Calchrist Falconer wieder begegnen kann. Das Lösen dieses Falls und die Suche nach Calchrist ist tatsächlich ein und dieselbe Sache, wie Kovacs relativ schmerzlich herausfinden muss. Und dass das Ganze schmerzlich ist, liegt nicht zuletzt auch an der Rolle, die ich spielen darf, an Colonel Ivan Carrera. Ivan Carrera ist der Leiter einer militärischen Spezialeinheit des Protektorats, die Wedge genannt wird, und ist sehr, also wirklich der Inbegriff eines Soldaten, der auch ein ganz hohes Ethos hat und eigentlich jemand ist, der nicht wirklich viel Spaß versteht. Und der eben auf der Suche nach Takeshi Kovacs ist, weil er in diesen Fall verwickelt wird. Über den Lauf der Staffel erkennen beide, dass sie etwas miteinander teilen, das viel persönlicher ist, als beiden lieb ist. Auf dem Trailer sieht das so aus, dass du auf jeden Fall von Anthony Mackie der größte Gegenspieler bist oder einer der größten. Und weil du gerade auch gesagt hast, irgendwie teilt ihr euch nachher ein Schicksal oder ein Gesch werdet ihr auch, ich weiß, das ist schwer ohne zu spoilern, ich Kein weiß, Problem. aber werdet ihr nachher auch so Freunde? Kannst du dazu verraten? Darf man das schon so sagen? Weil ich mag sowas. Na, die Frage ist, ob sie es werden oder ob sie es vielleicht sogar mal waren oder ob sie, ne? Also persönlich kann ja vieles sein. Das kann zum Beispiel freundschaftlich sein. Ja, das macht die Staffel so toll, weißt du, dass sie wirklich Stück für Stück auf eine wahnsinnig geschickte Art und Weise immer mehr die eigentlichen Agendas dieser Figuren enthüllt. Und wenn ich da jetzt zu viel verrate, müsste ich wahrscheinlich deinen Stack irgendwie löschen und das wäre natürlich schade. Das wäre geil. Der Hauptdarsteller quasi, der kann ja eigentlich immer ersetzt werden. Richtig? Im Prinzip. Naja, genau, wir befinden uns also quasi erzählerisch in einer Welt, in der es die Technologie möglich gemacht hat, dass das menschliche Bewusstsein auf einem Medium, auf einem sogenannten Stack gespeichert werden Genau. kann. Dieser Stack kann in verschiedene Körper eingefügt werden, hier hinten in die sogenannten Sleeves. Die Sleeves können entweder organisch sein, was es natürlich wertvoller macht und teurer, oder es können synthetische Sleeves Das sein. wusste ich nicht. Das heißt also, dadurch, dass das Bewusstsein transferierbar wird zwischen Körpern, sprechen wir letztendlich von einer Welt, in der es möglich ist, auf diesem Wege eigentlich auch Unsterblichkeit zu generieren. Das ist natürlich was, das dann in dem Falle, und da ist die Serie ja auch wenig romantisch und eher dystopisch bis realistisch, etwas, das nur Menschen zur Verfügung steht, die tatsächlich auch die Macht und die finanziell
mit den Mitteln ausgestattet sind. Und das eben auch so zu behandeln, jetzt mal so rein diese Demografie, diese soziologischen Aspekte neben dieser tatsächlich tiefgehenden philosophischen Frage, was ist Leben? Was ist Leben wert, wenn es auf einmal unendlich wird? Oder sind wir letztendlich eigentlich am Ende nur eine Kopie von der Kopie von der Kopie, die immer schlechter wird? Werden wir selber zu Gespenstern? Was bleibt ursprünglich von uns übrig? Was ist denn das Geile an dieser Serie, finde ich, und deswegen habe ich die auch schon so geliebt, damals als Fan, als ich die erste Staffel gebinged habe, ist, dass die Serie da einfache Antworten drauf einfach verneint. So, das ist schön. Aber könntest du dir sowas tatsächlich vorstellen? Dass sowas, also jetzt in der Zeit des Coronavirus könnte man das gut brauchen. Also ich kann nur erstmal sagen, ich fühle mich in meinem Sleeve, den ich habe, quasi ganz wohl. Den möchte ich auch nicht tauschen und ich möchte auch in meinem Leben nichts tauschen. Ich möchte mit genau den Erfahrungen weiter umgehen, die ich gemacht habe. Manche Dinge in meinem Leben haben vielleicht länger gedauert als bei anderen, aber ich bin insgesamt ganz froh drum und ich sehe das Leben als... genauso wie auch den Körper als ein Geschenk, das mir gegeben wurde. Und das nehme ich als solches an und gehe damit auch gerne um. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Form von Unsterblichkeit oder merkwürdigem Körperwechsel, ob das was ist, das unbedingt erstrebenswert ist. Auf eine Art und Weise bewegen wir uns in die Richtung. Wir sourcen ganz viele Dinge schon aus. Dein Cloud-Speicher weiß, wer deine Freunde sind. Dein Handy weiß, wo du dich bewegst, was für Gegenstände in diesen Bildern sind und so weiter und so fort. Und bestimmt auf eine gewisse Art und Weise lagern wir schon ganz viele Dinge aus, die neben der Tatsache, dass sie Daten für große Konzerne sind, die sie eben für ihr Marketing auswerten können, sicherlich auch in Teilen irgendwann mal so weit sind, dass man anhand dieser Gewohnheiten, die wir teilen, sicherlich auch eine Form von Bewusstsein rekonstruieren könnte. Ich meine, was ist dann, wenn man so spinnt, dass es nicht wirklich eine bewusste Entscheidung ist, sondern dass jemand einfach rumläuft, der als künstliche Intelligenz zum Beispiel deine Entscheidung simuliert? Oh, meine Entscheidung simulieren will, glaube ich, mal. Nein, Quatsch. Lassen wir. Ja, also wir haben auch wahnsinnig spektakuläre visuelle Geschichten. Das Geile ist, diese Welt, in der wir spielen, das ist alles gebaut. Also der Greenscreen-Anteil, den ich hatte, der war... Ich bin in lauter Sets gekommen, wo alles schon da war, in eine so reichhaltige Welt, in die man sich so hat fallen lassen. Ich liebe Kino. Ja, aber genau dazu nochmal, das Schöne war an dieser Premiere, die wir hatten. Diese Premiere, die wir hatten, war jetzt nicht so eine Marketing-Premiere, wo jetzt irgendwie ganz viele man hat Fans eingeladen, aber es war ein Fan-Event. Es waren, glaube ich, 300 oder 400 wirklich Fans da, die haben nachher diese kleinen Pop-Figuren geschenkt bekommen so und alles. Die wurden eingeladen und die hatten so einen Bock drauf. Die sind so mitgefiebert und tatsächlich, für mich war es geil zu sehen, wie diese Technik, mit der wir gedreht haben, und teilweise mit ganz neuen Linsen von Ari gedreht, mit so einem Set, das erstmal so noch gar nicht auf dem Markt war, zu sehen, was für eine Tiefe diese Bilder auch haben, dass das überreißt du eigentlich erst, wenn du es nochmal richtig auf der großen Leinwand siehst, was Kino an Gemeinschaft stiftet. Das ist so geil, wenn du alle Leute zur gleichen Zeit, du trittst auf und die Leute machen. Das Beste wäre eigentlich, wenn man zu Hause ein Kino hätte und sich das da dann angucken könnte in der Größe. Das würde das Beste aus allen Welten zusammenbringen. Weil es ist auch nicht nur für kleine Bildschirme gemacht. Solche Serie, in der du jetzt gerade hier spielst, die müsste zumindest die Premiere, so, weil deine Premiere war ja in New York. Genau, die war genau so eine Premiere im AMC, Lincoln Theater. Das Schöne daran ist, glaube ich, an Staffel 2, dass diejenigen, die Staffel 1 noch nicht gesehen haben, sehr gut abgeholt werden. Also erstmal gibt's ein kleines Recap, das kann man sich angucken von der Staffel 1, die in 4 Minuten relativ gut zusammenfasst, worum es geht und also auch quasi dieses Worldbuilding also nochmal aufnimmt. Du kannst, genau, einsteigen. Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Selbst wenn du dir diese 4 Minuten nicht anguckst, wirst du ohne Probleme auf diesen fahrenden, spannenden Hochgeschwindigkeits-Looping-Zug aufsteigen können und du wirst nichts vermissen. Das ist das Tolle daran. Und darauf haben die Macher auch wirklich sehr, sehr, sehr geachtet. Du bist trotzdem als Fan der Staffel 1 nicht enttäuscht und wirst für deine Treue belohnt und wirst so viele kleine Dinge noch entdecken können, Zitate, Rückblenden vielleicht auch. Das eine oder andere bekannte Gesicht, man weiß es nicht. Von der ersten Staffel. Könnte sein. Also muss ich doch dann, okay. Du kannst es auch, die andere Staffel danach gucken. Wie gesagt, das ist das Schöne daran, du bist nicht in dieser... Das wäre geil. Du die Rolle in der deutschen Fassung synchronisiert? Ja, ich habe mich selber gesprochen. Das war mir auch sehr wichtig, ehrlich gesagt. Weil ich dachte, wenn das einer versaut auf Deutsch, dann mache ich das selber. Rollen, die gesprochen werden, wo dann die Stars, wenn die Fans, die Sprecher sehen, die dann echt negativ überrascht sind. Weiß ich, dass man die dann sagt, was, er spricht den und ich. Wenn er jetzt keinen... Und bei dir ist es ja so,
Du siehst ja gar nicht mal so schlecht aus, ne? Das heißt, Tom Ach, Hardy die sieht. einen sagen so, die anderen sagen so, Also, ne? nein, weil Die Tom Meinung Hardy. auseinander. Sagen, dass die Leute, die in Deutschland im Synchron sind, alle sehr committed sind, wirklich Profis sind, das alle mit einer großen Leidenschaft machen und betreiben. Auch wenn man immer etwas versucht zu tun, das immer ein bisschen Kompromiss ist, weil man den O-Ton nie ganz treffen wird. Aber ich glaube, dass wir in Deutschland da wirklich immer noch sehr, sehr weit vorne sind. Und Auf jeden Fall. ja. Sehr weit vorne ist der Profis und ich schätze eure Arbeit mega geil, auch deine Stimme. Danke, ich sag's den anderen beiden. Nein, Sa Quatsch. sa sagt man Andres. den anderen beiden. Ganz kurz, letzte Frage noch, dann ist er wirklich vorbei. Andre, Ja, du darfst auch noch zwei Fragen also stellen. noch Hau zwei rein. Fragen. Jetzt setzt mich aus dem Konzept. Was sind meine zwei Fragen? Eine Frage noch. So, eben kurz Auch zwei. zu weiteren Projekten. Du hast ja gerade auch über Venom gesprochen. Und jeder, ne, Venom hat eine riesen Fanbase. Darfst du dazu was sagen? Bist du dabei? Also musst du ja eigentlich. Beispiel die Tom Hardy Stimme, die darf ja nicht mehr getauscht werden. Ich weiß, du darfst nicht sagen, unter uns, ich mache die Kamera eben aus. Okay, das sagt schon alles. Wir brauchen eigentlich gar keine Antwort mehr. Ich sage mal, ich zitiere einfach mal Tom Hardy. Einfach mal. Alles klar. Vielen lieben Dank. Danke Ich für das bedanke mich ganz Interview. herzlich fürs Ich freue Kommen. mich auf die Serie. Alles Gute und Wir sehen uns in Staffel 3. bleibt der Filmseite weiter gebogen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke.